Ja, wer jetzt anfangen möchte, Tischtennis zu lernen, weil nämlich nächste Woche mittelfränkische Meisterschaften sind, der wird etwas spät dran sein. Aber wir wollen uns über ein Buch unterhalten, aus dem man vielleicht die eine oder andere Erfahrung oder einen Tipp ziehen kann. Das Buch heißt, spielte King Kong wirklich Ping-Pong? Der Autor ist Nürnberger und allen fränkischen Tischtennis-Fans und auch darüber weit hinaus gut bekannt. Bei uns ist er am Telefon nach diesem Super Oldie, The Deep, Deep Water. Wir sind hier von Deep Water. Die Rede ist, wir wollen nicht über Wasserball reden, sondern über eine viel weiter verbreitete Sportart überhaupt, nämlich Tischtennis. Und ja, wir wollten mal der Frage nachgehen, spielte King Kong wirklich Ping-Pong? Denn unter diesem Titel erscheint derzeit ein Buch über Tischtennis und den Autor, den habe ich jetzt am Telefon und darf ihn ganz herzlich bei uns in Notizen begrüßen. Guten Morgen, Paul Link. Guten Morgen, Stoni. Wie kommt man denn dazu, überhaupt so ein Buch über Tischtennis zu schreiben? Ja, weißt du, das ist vielschichtig. Wir sind ja, wie die, die uns kennen, wissen, eine Tischtennisfamilie. Der Sohn spielt recht ordentlich, ist im Moment amtierender bayerischer Meister. Die Tochter spielt, ich selbst bin viele Jahre als Trainer tätig gewesen, bin es noch im eigenen Verein. Und da kannst du so viel erleben, dass es eigentlich unbedingt notwendig ist, darüber mal ein bisschen was zu schreiben. Der Anlass war, ich habe seit einiger Zeit für die offizielle Deutsche Tischtenniszeitung Glossen und Satiren geschrieben und da kam der Verleger auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte, mal in der Richtung ein Buch zu schreiben. Nur ich habe Lust gehabt. Nun ist das natürlich ein Argument. Andererseits gibt es gerade in letzter Zeit sehr viele Veröffentlichungen zum Thema Tischtennis. Wie kann man es lernen? Welche Trainingsmethoden gibt es? Und so weiter und so fort. Lohnt es sich da wirklich, sich jetzt noch ein neues Buch, nämlich das von Paul Link, anzuschaffen? Bringt das etwas, was die anderen nicht haben? Ich denke schon. Weißt du, wie schon der Titel sagt, der ist verrückt, King Kong hat nie Ping-Pong gespielt. Ich gehe in dem Buch sicherlich kurz darauf ein, aber Tischtennis ist eine so verrückte Sportart und Tischtennisspieler sind mehr oder weniger auf liebenswerte Art und Weise ein bisschen verrückt. Und da kenne ich eine ganze Menge. Ja, ich meine, du spielst selber recht ordentlich oder soll ich sagen recht gut. Für den Hausgebrauch. Und jeder, der einmal den Schläger in der Hand gehabt hat, den lässt das Spiel nicht mehr los. Und über diese Stärken und Schwächen schreibe ich in dem Buch in kleinen Absätzen. Ich berühre die Aspekte, das Material, die Statistiken, die Vereine, die Spieler selber, Schiedsrichter und was nun alles zum Umfeld und zu den Internas gehört. Ich meine, ich habe so viel erlebt. Ich plaudere auch ein bisschen aus dem Nähkasten, aus der Bundesliga und so weiter. Aber allzu viel darüber sollte man noch nicht verraten. Das Buch hat zwei Teile und der zweite Teil, der ist vielleicht noch interessanter als der erste, denn da handelt es sich um die Geschichte eines Trainers. Wie gesagt, es ist kein Lehrbuch, aber es kommt viel darin vor, was man in Lehrbüchern ab und an findet und das erlaube ich mir auf meine Art und Weise zu karikieren, zu glossieren. Die Typen sind alle überzeichnet, das ist ganz klar. Und die Leute sollen Vergnügen daran haben, wenn sie es lesen und nicht nur glauben, sie würden daraus was lernen. Sie sollen sich drin selber sehen und sollen über sich schmunzeln. Der Held des zweiten Teiles, das ist ein Benno Drallmeier. Das ist die Geschichte eines liebenswerten, vom Tischtennis besessenen Spielers. Der ist ausgezogen, Trainer zu werden und ist es auch geworden. Aber er ist ein Don Quixote-Typ, es misslingt ihm in der Regel alles, obwohl er immer guten Willens ist. Aber er ist der Trainer geworden in einer so außergewöhnlichen Weise, dass viele sich vielleicht selber in ihm erkennen werden. Wenn mir das gelungen ist, dann ist auch das Buch gelungen, denke ich. Nun kann man sich dann nur selber wieder erkennen, wenn man das Buch auch liest. Wie kommt man denn ran an das Ding? Ja, das ist im Philipp K. Verlag. Fachbuchverlag erschienen. Die ersten Exemplare werden, hoffe ich, nächste Woche zur Auslieferung kommen. Es ist im Buchhandel erhältlich, auch in unserem kleinen Sportgeschäft hier in der Pirkheimer Straße 94.
Wir haben eigentlich nur mit Tischtennis zu tun. Hier kann man es auch bekommen. Ja. Dann warst du ja so lieb und hast mir zugesagt, für all diejenigen, die das gleich unbedingt haben möchten, die können ganz schnell reagieren. Die können nämlich ans Telefon marschieren und uns anrufen unter der 0911 706 95 8. 0911 706 95 8. Gibt's drei Bücher zu gewinnen von Paul Link unter dem Titel Spiel der King Kong wirklich Ping-Pong. Er wird sie selbst handsignieren und die können dann abgeholt werden. Vielleicht sagen wir die Adresse nochmal durch. Das ist der Sportlink in der Pelkheimer Straße 94. Und damit wir sind selber hier, auch der Sohn wird hier sein, wird ein Autogramm geben, wenn es gewünscht wird. Und wir freuen uns auf die Gewinner und gratulieren denen jetzt schon. Wunderbar, also auch der amtierende bayerische Herrenmeister Paul Link Junior ist da anzutreffen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Paul Link Senior, dass er uns ein bisschen was erzählt hat von seinem neuen Buch. Ich danke dir, Tony. Superterm, give a little bit. Wir hatten auch was abzugeben, nämlich drei handsignierte Bücher unter dem Titel Spielt King Kong wirklich Ping-Pong? Geschrieben von dem Nürnberger Tischtennis-Oberfanatiker, hätte ich beinahe gesagt, und Tischtennis-Kenner Paul Link. Und nun glaube ich fast, dass das Telefon jetzt in Nürnberg ein bisschen zusammengebrochen ist. Wir haben auf jeden Fall bereits die drei Gewinner. Ich muss die schlechte Nachricht durchgeben. Es lohnt sich nicht mehr anzurufen. Die drei Bücher sind bereits in guten Händen. Die gute Nachricht geht an den Jürgen Griesel aus Erlangen, an den Herbert Hirschfelder aus Erlangen und an den Gerd Schmidt aus Fürth. Denn die haben zugeschlagen und haben sich so ein Buch gesichert. Zum Thema Tischtennis noch eins, das wollte ich noch mal sagen, nämlich dass am kommenden Wochenende mittelfränkische Meisterschaften sind und Sie können sich noch anmelden zum Mitnotieren 0911 16 39 66 16 39 66 oder 88 561. Meldungen zu den Bezirksmeisterschaften bei Siegfried Schmidt in der Propsteistraße 20 in Nürnberg 60. Kommendes Wochenende in Altdorf, mittelfränkische Meisterschaften.